Der Postfachservice von jobcenter.digital. Flexibel, schnell und sicher. Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben, können Sie über Ihr Profil direkt zu Ihrem Postfach gelangen. Damit steht Ihnen rund um die Uhr ein sicherer Online-Zugangskanal zu Ihrem Jobcenter zur Verfügung. Im Bereich Meine Nachrichten haben Sie die Übersicht über die Funktionalitäten des Postfachservice. Um mit Ihrem Jobcenter in Kontakt zu treten, können Sie entweder direkt auf eine bereits erhaltene Nachricht antworten oder eine neue Nachricht schreiben. Abhängig davon, an wen Sie Ihre Nachricht schreiben möchten, behalten Sie entweder das Ihnen aktuell zugeordnete Jobcenter bei oder Sie wählen über die Suchfunktion eine andere Dienststelle aus. Vor allem nach einem Umzug kann diese Funktion eine wichtige Rolle spielen. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihr Anliegen aus und formulieren Ihre Nachricht. Wie in jedem anderen E-Mail-Programm auch, haben Sie die üblichen Möglichkeiten: Abbrechen, als Entwurf speichern und schlussendlich absenden. Nach dem Absenden wird die Übermittlung der Nachricht an das Jobcenter quittiert und Sie gelangen zurück in den Bereich Meine Nachrichten. Dort finden Sie Ihre Nachricht bei den gesendeten Nachrichten aufgelistet. Wichtige Nachrichten sollten Sie sich als PDF herunterladen oder als Ausdruck bei Ihren persönlichen Akten aufbewahren. Wenn Sie automatisch per E-Mail über neue Nachrichten in Ihrem Posteingang benachrichtigt werden möchten, dann hinterlegen Sie bitte Ihre persönliche E-Mail-Adresse bei den Benutzerdaten. Sollte das von Ihnen ausgewählte Jobcenter im Einzelfall nicht zuständig sein, liefert Ihnen ein Hinweistext die Information, an wen Sie sich mit Ihrem Anliegen wenden können. Bitte beachten Sie, dass weder ein Weiterbewilligungsantrag noch eine Veränderungsmitteilung per Postfachnachricht an das Jobcenter gestellt werden können. Bitte benutzen Sie dafür das entsprechende Online-Formular auf jobcenter.digital.